Johannes fragt nach Jesus. Das sagte Jesus über sich selbst. Einmal kamen ein paar Menschen zu Jesus, die zu Johannes dem Täufer gehörten. Johannes der Täufer war ein Mann, der in der Wüste die Leute aufforderte, ihr Leben zu ändern und zu Gott zurückzukommen. Als Zeichen für diese Umkehr tauchte er sie im Jordan unter. Das nannte man Taufe. Johannes hatte auch angekündigt, dass nach ihm ein Mann kommen würde, der viel wichtiger als er sei und die Menschen retten würde. Also fragten die Männer nun Jesus: Bist du es, von dem Johannes der Täufer geredet hat, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes war zu der Zeit im Gefängnis und war sich selbst nicht sicher, ob Jesus der Mann ist, den er angekündigt hatte oder nicht. Jesus sagte den Männern: Berichtet Johannes einfach, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, die Toten werden wieder lebendig und die Armen hören von Gott und werden ermutigt. Das berichteten die Männer dem Johannes.